willkommen zu einem neuen Video mit mir. Mein Name ist Paulina und ich habe gedacht, ich mache heute mal ein Favoritenvideo. Und zwar zeige ich euch ganz viele meiner Pflege- und Schminkfavoriten, die ich jetzt schon seit mehreren Jahren bzw. seit mehreren Monaten verwende. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Als erstes habe ich so einen Gesichtstoner von Lush und zwar den Aroma Water. Der ist mit Rosenwasser und Lavendel und der beruhigt eure Haut total. Vor allem nach dem Abschminken, wenn die Haut gereizt ist. Wenn man den einfach drüber gibt, dann merkt man richtig, wie die Haut sich beruhigt und auch sehr erfrischt wird. Und ich finde auch, dass seitdem ich den verwende, meine Haut einfach viel weicher ist und irgendwie auch ein bisschen mehr mit Feuchtigkeit versorgt. Als nächstes Produkt habe ich auch wieder was, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, und zwar den Aria Water Balm von Garnier. Das ist so ein Gelcreme mit Aloe Vera und Hyaluronsäure. Beides ist ja sehr gut, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, und das merkt man bei dieser Creme auch wirklich. Zudem trocknet die sehr schnell bzw. zieht sehr schnell in eure Haut ein, und das finde ich eigentlich immer so ganz angenehm, weil man ja irgendwie nicht stundenlang warten möchte, bis die Creme endlich eingezogen ist. Ein weiteres Produkt, und zwar diesmal für die Haare, ist von Kérastase ein Nektar Thermique. So spricht man das, glaube ich, aus, bin mir nicht ganz sicher. Und zwar ist es so eine Creme, die man einfach in die Haarlängen gibt, bevor man die irgendwie mit Hitze oder ja, generell strapaziert, also bevor man mit dem Lockenstab oder Glätteisen oder mit dem Föhn dran geht. Und das mache ich wirklich immer, bevor ich meine Haare föhne oder sie irgendwie glätte, weil meine Haare einfach schön lang werden sollen und dann möchte ich natürlich nicht, dass die kaputt gehen. Und dadurch, dass ich meine Haare allerdings täglich föhne, was leider nicht sehr gut für die Haare ist, brauche ich das wirklich. Und ich finde auch, dass der wirklich hilft. Also ich habe das Gefühl, dass meine Haare gar nicht so schnell kaputt gegangen sind, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht kaputt gegangen sind, seitdem ich eben dieses Produkt benutze. Zudem ein kleiner Pluspunkt ist natürlich, dass es sehr, sehr gut riecht und dass auch in euren Haaren so ein bisschen bleibt. Also für jeden, der seine Haare täglich föhnt oder irgendwie glättet oder so, ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt, weil der meiner Meinung nach auch wirklich hilft. Ein weiteres Produkt ist von Be Natural, diese Lip Balms. Das ist jetzt der in Pomegranate, also in Granatapfel-Geschmacksrichtung. Aber ich finde generell alle von diesen Be Natural Lippenpflegen sehr, sehr gut, weil ich irgendwie finde, dass es aus der Drogerie einer der einzigen Lippenpflegestifte ist, der wirklich hilft und der auch wirklich in die Haut einzieht und irgendwie nicht nur wie so eine Schicht oben drüber liegt. Auch wenn ich finde, dass man den sehr gut schichten kann und dann sozusagen länger seine Lippen mit Pflege versorgt. Dann ein weiteres Lippenprodukt, und zwar von MAC. Der Patisserie Lippenstift, der hat so einen sehr schönen Nude-Ton, wie ich finde, und hat auch leichte Schimmerpartikel. Zudem ist er mit einem glänzenden Finish, also einem Gloss-Finish, was ich bei meinen Lippen persönlich einfach schöner finde. Und ich finde, dass man ihn halt einfach zu jedem Anlass und zu jeder Tages- und Jahreszeit tragen kann, weil er einfach total neutral ist und richtig natürlich und man ihn auch so leicht schichten kann wieder, wodurch er dann halt eben stärker ist und man ihn dann einfach auch zu, ja, glamouröseren Events tragen kann. Als nächstes habe ich was für die Augen, und zwar von Bobbi Brown die Smoky Eye Mascara. Ich habe jetzt leider nur diese kleine Größe, weil irgendwie immer die große Größe ausverkauft ist, weswegen ich mir schon dreimal die kleine kaufen musste. Ich finde dieses Bürstchen einfach total schön, einfach total gut, und dadurch werden die Wimpern richtig schön und auch richtig natürlich, aber trotzdem definiert. Und ich finde auch, dass es eine der wenigen Mascaren ist, bei denen man nicht so das Problem hat, dass die Wimpern allzu sehr zusammenkleben. Kann ich wirklich nur empfehlen, aber besser in der großen Größe, weil die kleine Größe tatsächlich dann doch schneller ausgeht, als man denkt. Ich muss mir jetzt auch nachkaufen, meins ist jetzt leider schon leer, aber kann ich wirklich nur empfehlen. Als Alternative zu der Bobbi Brown Mascara, weil die einfach doch recht teuer ist, auch in der kleinen Größe, habe ich immer diesen Catrice Glam & Doll Mascara. Die ist jetzt in wasserfest
Und ich finde auch, die hat ein sehr gutes Bürstchen, um einfach die Wimpern sehr schwungvoll und getrennt nach oben zu bringen. Und um ehrlich zu sein, beide Mascaren in Kombination wirken oder arbeiten für mich sozusagen am besten, weil ich eben auch immer diesen doppelten Halt mit der wasserfesten Mascara habe. Kann ich wirklich nur empfehlen, ist wahrscheinlich schon 1000 Mal auf YouTube gewesen, aber die ist halt auch wirklich, wirklich gut. Für den Preis vor allem. Dann habe ich als nächstes von Kiko einen flüssigen Eyeshadow in so einem Rosé-Gold. Den verwende ich total gerne, um mir damit einen Eyeliner-Strich zu machen, weil ich einfach finde, dass das Auge dadurch einfach schön geöffnet wird, aber es nicht zu stark aussieht und auch nicht, man sieht es meist eigentlich kaum und dadurch wirkt es auch immer sehr natürlich, obwohl man dann doch eigentlich recht viel an den Augen gemacht hat. Also falls ihr sowas mal ausprobieren wollt, kann ich wirklich den hier nur empfehlen, weil der einfach gut hält und den Tag über auch wirklich lang hält. Ja. Als nächstes Produkt, was ich vielleicht vor der Mascara hätte vorstellen können, ist diese Tweezerman Wimpernzange. Ich bin absolut überzeugt und absolut verliebt in diese Wimpernzange, weil ich finde, dass es die weltbeste Wimpernzange ist. Ich habe schon so viele Wimpernzangen aus der Drogerie ausprobiert, aber die hier toppt einfach nichts. Die hält den Schwung wirklich, wirklich gut und die macht wirklich ein sehr schönes Ergebnis. Und ich finde auch, dass dieses Gummi, was man hier unten drin hat, recht lange hält. Und zum Glück kann man es auch immer wieder austauschen. Die ist einfach bombastisch, diese Wimpernzange. Ich bin absolut begeistert. Falls ihr die Möglichkeit habt, die auszuprobieren, dann macht es auf jeden Fall. Ich finde, man merkt einen Riesenunterschied, vor allem wenn man eine Drogerie-Wimpernzange im Vergleich hat, weil die einfach wirklich sehr, sehr gut den Schwung hält. Ich weiß nicht, was an der besonders anders ist und warum das bei der so ist, aber es ist wirklich so. Und auch viele meiner Freundinnen schwören auf diese Wimpernzange. Dann habe ich noch ein weiteres Tweezerman-Produkt. Und zwar habe ich die, um ehrlich zu sein, noch nicht allzu lange, aber ich bin trotzdem absolut begeistert. Und zwar die Tweezerman Pinzette. Die ist jetzt in Roségold. Auch sehr, sehr schön. Diese Pinzetten greifen einfach jedes einzelne Härchen noch so klein. Es ist unglaublich angenehm, mit der die Augenbrauen zu zupfen. Bei mich persönlich macht das immer so ein bisschen närrisch, wenn ich dann nicht alle Härchen bekomme und dann irgendwie 3 Tage später doch wieder dran muss. Nein, mit der kommt man eigentlich wirklich an jedes Härchen. Ich weiß gar nicht, was an diesen Tweezerman-Produkten so anders ist, aber ich bin wirklich überzeugt davon. Ich habe auch direkt meiner Mutter eine mitgekauft und auch die ist sehr begeistert. Dann habe ich als vorletztes Produkt meine Lavera 4-in-1 Lidschattenpalette. Die ist jetzt in der Farbe Cappuccino Cream in 02. Die ist einfach wirklich gut, weil man alle Farben hat, die man eigentlich für so ein schlichtes Alltags-Make-up braucht. Und auch wenn man es ein bisschen stärker haben möchte, hat man auch die Möglichkeit, mit diesen ganz dunklen Lidschatten was zu machen. Die hatte ich euch ja schon in meinem letzten Video gezeigt und ich bin wirklich schon sehr lange begeistert von der, weil die wirklich alle Farben hat, wie ich schon gesagt habe. Und weil die halt aber auch trotzdem sehr gut halten, diese Farben. Also auch wenn man jetzt keine Eyeshadow Base verwendet oder auch kein Setting Spray oder sowas oder sonstige Hilfsmittel, halten diese Farben einfach sehr, sehr gut und die haben auch eine gute Pigmentierung. Also nicht zu stark, aber auch nicht so, dass man denkt, was verwende ich, wenn es nichts bringt. Ja, ich bin sehr begeistert davon. Ich weiß gar nicht, wo man die kaufen kann. Ich habe die geschenkt bekommen. Aber falls ihr die Möglichkeit habt, so eine 4-in-1 Palette einfach, die kann man immer verwenden und man kann sie schnell wohin mitnehmen und die braucht nicht viel Platz. Also das ist, ich finde, mit solchen 4-in-1 Paletten, vor allem mit solchen natürlichen und dennoch teilweise starken Farben, kann man verschiedenste Make-up-Looks machen. Und ja, das ist so wirklich so ein Produkt, wo ich finde, dass es so fast alles kann. Dann als letztes Produkt, einer meiner absoluten Highlights. Und zwar der MAC Highlighter, der Light Skipade Mineral Skin Finish.
Das ist ein sehr, sehr schöner Highlighter, den ich mal geschenkt bekommen habe von Freunden. Und ich finde einfach, dass MAC-Produkte, beziehungsweise MAC-Puder-Produkte, also auch bei all meinen Freunden ist es so, egal wie oft man die benutzt und wie lange man die schon hat, man hat das Gefühl, dass es einfach nicht leer geht. Was ich einfach cool finde, weil sie ja schon da recht teuer sind. Aber diesen Highlighter kann ich wirklich nur allen empfehlen, die gerne so ein bisschen kühleren Highlighter hätten oder generell gerne einen Highlighter, der nicht unbedingt dieser Soft and Gentle von MAC ist, weil den ja eigentlich irgendwie schon jeder hat. Das Produkt ist wirklich sehr, sehr toll. Der lässt sich super leicht auftragen, ist richtig ergiebig und hat einfach ein richtig tolles Finish. Also ich bin jedes Mal verliebt, wenn ich ihn auftrage und ja, ich bin sehr begeistert. Also kann ich wirklich nur empfehlen. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.